Guten Tag und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Das heutige Thema ist Supervision. Mein Name ist Stefan Ludewig und ich bin Coach. Was ist Supervision? Die Supervision ist eine Form der Beratung, Qualitätssicherung und der professionellen Arbeit, Verbesserung der beruflichen Realität, Leitung durch Supervisor. Supervisor ist ein Dozent oder auch ein Coach. Kann beides sein, je nachdem, was er beruflich ausübt. Die Qualitätssicherung ist mal ganz wichtig, damit das Unternehmen quasi testen kann, welche Probleme haben denn eigentlich die Mitarbeiter, wo können wir denn anpacken, wo können wir denn helfen. In Großstädten ist das gang und gäbe, das ist ganz normal, weil da wird auch noch auf die Bedürfnisse der Angestellten geachtet in vielen Unternehmen. Hier auf dem Land, zum Beispiel in Neuruppin, sind die meisten Firmen Sklaventreiber, zumindest im sozialen Bereich. Nennt sich zwar soziale Firmen, aber es hat lange nichts mehr mit sozialem Verhalten zu tun. Daher ist zum Beispiel auf dem Lande eine Supervision dringend notwendig. Supervision ist ein Setting. Das kann über Einzelberatungen und Einzelgespräche stattfinden, aber meistens findet das im Teamgespräche statt. Das muss natürlich alles organisiert werden und auch organisatorische Angelegenheiten werden in Supervisionen besprochen. Der Ablauf, eventuelle Sitzungen können ein Erstgespräch und Feststellung sein. Das findet meist in einer Supervision mit Fallbeispielen entweder statt, dass man dann im Nachhinein eventuell noch mal tiefer in die Materie reingeht. Problematiken werden natürlich dabei erörtert. Es gibt unterschiedliche Methoden. Es gibt die systemische, es gibt die klientenzentrierte Psychoanalyse und einmal systemisch reicht. Einmal systemisch, also einmal über das ganze System quasi quatschen. Was macht man? Wie ist der derzeitige Status? Was kann man? Und wo will ich eigentlich hin mit meiner Arbeit? Oder beziehungsweise, was kann mein Klient leisten und was ist eigentlich mein Ziel? Wenn das einmal systemisch reicht, ist das super. Manchmal muss man natürlich mehrere Anläufe machen, deswegen heißt es systemische Methode. Klientenbezogen ist quasi, wenn man nur über den Klienten quasi redet. Systemische Methode ist, wenn man dann quasi eigentlich über das Ganze redet, über die ganze Arbeit mit der ganzen Planung, mit dem ganzen Hilfeplan und so weiter. Die Psychoanalyse ist eher für den psychosomatischen Bereich. Die wird meist ein bisschen ausgegrenzt, weil in der Eingliederungshilfe die Psychosomatik meist ja nicht reinfällt. Der Schwerpunkt des Supervisors, genau, ist zum Beispiel die Bewältigungs- und Handlungsorientiertheit entwickeln. Also, wie bewältigt man denn das Problem? Also, wo ist das Problem? Also, was macht man erstmal beruflich? Klar, man ist in der Eingliederungshilfe. Hier, ich nehme jetzt mal dieses Beispiel. Man ist in der Eingliederungshilfe, hat eine Einzelfallhilfe, eine Schulbekleidung oder ist im Coaching-Bereich oder in der Schulassistenz. Hat dieses Problem, muss dieses bewältigen. Wie bewältige ich das? Mit welchen Handlungen gehe ich vor? Und muss quasi orientiert arbeiten und muss mir da ein System dazu entwickeln. Dabei kann ein Supervisor helfen. Er kann konkrete Ziele formulieren und so weiter. Zum Beispiel die Zielformulierung, die Bestandsaufnahme, die Reflexion, Umsetzung und die Fähigkeiten. Die Zielformulierung ist immer klar festgelegt meistens. Bestandsaufnahme ist der derzeitige Stand. Also Ziel ist, ich möchte zum Ort Z kommen. Bestand ist, ich bin beim Ort K. Reflexion ist, es lief bisher nicht gut. Die Umsetzung ist, ich muss das und das versuchen, diese Möglichkeiten gibt es. Und die Fähigkeit ist, kann ich das überhaupt mit meinen Fähigkeiten oder müsste ich da mit meinem Arbeitgeber sprechen, ob ich nicht vielleicht eine andere Position oder andere Klienten bekomme. Wann wird eine Supervision in Anspruch genommen? Zum Beispiel bei akuten Problemen im Arbeitsablauf. Am meisten gibt es da ein Personalgespräch. Beeinträchtigung der Arbeitsereignisse, zum Beispiel auch durch Corona, da wo man einfach mal vieles ansprechen konnte in der Supervision, ob als online oder vor Ort, dass man einfach mal Dinge besprechen konnte, die man sonst, womit, die, mit der man, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun hatte. Gefährdung der Arbeitsfähigkeit.
wenn zum Beispiel die Eltern nicht mitspielen, des Klienten. Präventiv, wenn möglich. Und präventiv wird natürlich ziemlich oft gemacht, weil wenn man schon vorbeugend handeln kann als Arbeitgeber durch eine Supervision, hat man die Nachsorge nicht mehr. Auch bei Teamspannungen. Und meist gibt es auch, nochmal, was die Maus, auch da ein Personalgespräch, bevor es eine Supervision gibt. Qualitätssicherung, ganz klar, um erstmal den Stand der Dinge zu testen. Und Fallbesprechung. Die Fallbesprechungen fallen eigentlich in der Regel immer automatisch in die Qualitätssicherung, um den Stand der Dinge zu testen. Das war es zum Thema Supervision. Wenn euch die Folge gefallen hat, macht einfach ein Abo, Like oder Kommentar. Würde mich freuen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.